Hallo, mein lieber Schütze, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast jetzt zu deiner Legung für den Herbst 2024. Das heißt, von Ende September bis Ende Dezember, so um den 21., 22. herum jeweils in etwa. Sollen dir hier die Energien gezeigt werden, die gerade bei dir aktuell da sind? Denke daran, es ist eine allgemeine Legung. Diese kann und wird nicht auf jeden von euch zutreffen. Spür rein, ob es deine Legung ist. Diese Legung hat eine Erweiterung. In dieser Erweiterung schauen wir uns mit den Sternzeichenkarten dein Gegenüber an. Du wirst sagen, wenn du die Karten kennst, da liegt kein Gegenüber. Ja, dennoch sind einige hier drinnen, wie zum Beispiel das Haus oder der Storch ist eine Frau und so weiter. Also es sind durchaus Personen hier zu sehen. Mit den Sternzeichenkarten schauen wir, um wen es sich in deinem Umfeld handelt. Meistens weißt du ja die Geburtstage. Dann nehme ich die Kelchkarten dazu, um Einblicke zu bekommen, um welche Person es geht oder um welche Sachlage es geht. Und ich nehme auch noch die Wunschpartnerkarten von Nadine Breitenstein dazu. Die schauen so aus. Und da bekommen wir auch noch Einblicke, was denkt und fühlt dein Gegenüber in Bezug auf dich, um was geht es da? Du darfst gespannt sein und wir schauen uns jetzt mal den Herbst im Überblick an. Wir starten mit der unterliegenden Energie für diesen Zeitraum und ach, guck an, da ist er. Das Gegenüber. Das heißt, das kann dein Wunschpartner sein, dein Lebenspartner, es kann aber auch jede andere Person sein und es kann sich hier um eine männliche Person handeln oder auch um eine weibliche Person, denn es ist eine allgemeine Legung. Ja? Schau rein, spür rein, um wen es sich da handelt bei dir. Die Karte mit der männlichen Hauptperson hat noch eine Information, denn es geht um das Thema aktiv sein, handeln. Etwas aktiv beginnen oder in die Aktivität kommen. Ich bin schon ganz gespannt. Wir starten. Du, mein lieber Schütze, unabhängig deines Geschlechtes, bist dargestellt in der weiblichen Hauptpersonenkarte. Und liegst im Hause der Beziehungen, der Verbindungen. Also es geht hier um eine herzliche Verbindung, eine Liebesverbindung oder um ein Projekt, welches dir am Herzen liegt, so du gerade eben keine partnerschaftliche Verbindung hast. Ich sage hier aber auch immer gerne dazu, dass die Ringkarte ja auch um Verträge und um alle Beziehungen geht, ja? Alles, was dir an Partnerschaften, Beziehungen, Verträgen am Herzen liegt. Darum geht es in dieser Legung. Okay. Und es sind Entscheidungen zu treffen oder Lösungen zu finden. Und da finde ich es sehr schön, dass die Entscheidungskarte, und zwar diese Karte hier im Haus der Mäuse liegt. Und ich erkläre dir jetzt auch gleich, warum ich das so schön finde. Denn bei dieser Wegekarte, in dieser Extended-Version, handelt es sich ja um ein Labyrinth, wie du siehst. Und ein Labyrinth sagt ja immer, da geht es irgendwann nicht weiter. Und man ist auf der Suche nach dem richtigen Weg, nach den richtigen Lösungen, nach den richtigen Möglichkeiten. Und das bedeutet, dass hier sich einige Lösungen zeigen werden, weil diese Suche danach,
Die wird im Herbst aufhören. Du wirst hier Impulse bekommen, Möglichkeiten bekommen, mit denen du zwar immer noch so ein bisschen am Hadern bist und die mit Sicherheit auch noch prüfen wirst, ob der Durchführbarkeit, aber es wird sich in kleinen Schritten das ein oder andere zeigen. Die richtige Wegekarte liegt hier auch drinnen. Also da siehst du den Unterschied, da sind zwei Wege abgebildet. Das heißt, es gibt die Entscheidung, das oder das zu tun. Also da bist du aus dem ganzen Möglichkeiten, die sich bieten, schon einen entscheidenden Schritt weiter, denn da hast du entweder oder sozusagen. So, jetzt liegt natürlich die Karte im Haus der Wolken. Das heißt, genau da liegt so ein bisschen die Krux versteckt, dass da Neuerungen noch unklar sind. Aus der Fülle der Möglichkeiten wirst du aber in dieser Zeit zwei herausarbeiten können, habe ich den Eindruck. Denn ich habe hier den Storch dran liegen. Und der Storch spricht ja immer von einer Veränderung. In dem Fall von einer Veränderung der Unklarheiten bezüglich eines Neuanfangs. Das heißt, du wirst im Verlaufe des Herbstes einen entscheidenden Schritt vorankommen. Und das, mein lieber Schütze, freut mich schon mal richtig toll. Ja, denn die Situation hier mit dem Suchen ist meistens ein bisschen anstrengend. Also das freut mich ganz doll. Und ich habe noch etwas Positives. Ich habe hier die Kommunikation im Haus, im eigenen Haus liegen. Also den Konflikt, das Thema der Gespräche. Das kann auch ein Streit sein, um den es geht. Ein Konflikt, sagen wir mal, mit einer Frau. Beziehungsweise sogar mit zwei Frauen kann hier angezeigt sein und der klärt sich, ja. Denn ich habe hier auch die Sonne im eigenen Haus liegen und das ist immer genial. Denn die Karten, die im eigenen Haus liegen, die wollen immer besondere Beachtung, jetzt habe ich es, Beachtung haben. Und diese Beachtung, also da verstärkt sich die Aussage von diesen Karten nochmal. Und es heißt, dass hier in einen Konflikt durch Gespräche eine Verbesserung kommt. Ja? Ein Kummer, eine Stagnation, ein irgendwas, was hier mit einem Herzeleid zu tun hat, wird sich verbessern. Und das ist schicksalshaft, das solle so sein. Das ist wichtig. Ich habe auch den Eindruck, dass hier, kleinen Moment, ich muss mal schnell was schauen. Ja, genau. Hier haben wir die Arbeitskarten, dass hier ganz schön dran gearbeitet wurde oder wird an einer Verbesserung. Das kann jetzt alles Mögliche betreffen. Wir schauen jetzt gleich weiter, ja? Denn ich habe hier die Nachrichten über eine Arbeit, die Nachrichten, die Chancen, eine Arbeit mit Hilfe und Unterstützung zu verbessern. Und hier kommt ganz überraschend eine Hilfe und Unterstützung auf dich zu, ganz plötzlich, ganz unerwartet. Und da wird sich etwas, was dir noch nicht bewusst ist. Also entweder hat es etwas damit zu tun, was dir nicht bewusst ist oder was du einfach nicht weißt, da wird sich ein Geheimnis lüften. Ja, ganz überraschend, ganz plötzlich und dieses Geheimnis oder das, was da ans Tageslicht kommt, sagen wir es mal so, das entspricht auf jeden Fall der Wahrheit und damit geht mal dieser Fuchs hier aus dem Kartenbild raus. Der Fuchs, weißt du ja, steht für Lug und Betrug. Meistens ist es immer so das Thema Selbstbetrug, den wir ja immer so schön an uns verüben können. Einfach aus der Tatsache heraus, dass wir uns manchmal von gewissen Verhaltensweisen leiten lassen, erlernten
einstudierten Verhaltensweisen. Das kann aber auch etwas sein, was du aus der Kindheit mitbringst. Das kann etwas sein, was du aus deinem Erfahrungsschatz einfach mitbringst und wo es jetzt darum geht, genau das zu verändern. Ja, die Schlange steht für Komplikationen und Schwierigkeiten, für Umwege und auch so bei mir, so für dieses Musterthema. Irgendwie etwas Altes abzustreifen, damit hier eine Heilung reinkommen kann. Okay, ich habe hier auch die Diskussion mit einer Arbeitskollegin liegen, vielleicht sogar mit zwei Arbeitskolleginnen, die hier wirklich wertvoll sind und wichtig. Und ganz interessant, wir haben hier noch mal einen Fuchs. Also irgendwie ist da jetzt auch der richtige Zeitpunkt dafür gekommen, damit so ein innerer Druck, habe ich fast den Eindruck, beendet wird. Und dies hat mit dem Thema der Finanzen zu tun. Wenn ich zwischendrin ruhig bin, mein lieber Schütze, dann spüre ich da immer rein, denn ich habe den Eindruck, dass es hier zum einen um Pläne geht, die bezüglich der Finanzen aktuell sind. Es kann hier aber auch um einen Seelenplan gehen, der jetzt an der Zeit ist, umgesetzt zu werden, der jetzt in die Erfüllung gehen darf. Ganz interessant. Ich schaue gerade, ich habe hier so ein bisschen das Thema mit einem Umzug drin liegen, beziehungsweise mit einer häuslichen Veränderung. Es liegt keine Bewegungskarte direkt nebendran. Das bedeutet, es wird sich in den kommenden 3 Monaten noch keine Bewegung abzeichnen. Also eine Veränderung im häuslichen Bereich. Ja, da kommt Klarheit rein. Da kommt Klarheit rein, was ein Haus, eine Wohnung, eine Wohngemeinschaft vielleicht angeht, mit einer Frau, mit einer Arbeitskollegin, kann das auch sein. Und das ist ein Haus im Grünen, irgendwo im Wald, irgendwo in einem Park. Wobei der Park liegt hier schon als Herausforderung da. Also vielleicht ist es dein Wunsch, ins Grüne zu ziehen, aber du bist noch auf der Suche nach diesem Haus. Wenn das tatsächlich bei dir der Fall ist, dann solltest du bis Ende des Jahres diesbezüglich einen großen Schritt weitergekommen sein. Ja? Wo dein nächster Wohnort ist. Wenn es bei dir nicht um den Umzug geht, dann kann es um eine Veränderung der Stabilität gehen. Dass irgendetwas, was ganz lange schon in deinem Leben Thema war, und auch da geht es wieder um das Thema Finanzen, um irgendeinen Selbstbetrug mit dem Thema Finanzen, irgendwie dass da was falsch ist, dass da vielleicht ein Betrug vorherrscht. Wenn die Konstellation so liegt, dann habe ich auch den Eindruck, dass du da ein bisschen vorsichtig sein darfst in den nächsten 3 Monaten, dass du niemanden auf dem Leim gehst. Ja, sei da ein bisschen vorsichtig, weil Fuchs und Geld ist immer so. Da kannst du mal einen Betrüger. Das muss nichts Großes sein, ja. Es ist einfach nur ärgerlich, weil das Thema mit dem Ärger habe ich einfach auch hier häufig drinnen liegen. Also sei da ein bisschen vorsichtig, was für Verträge du abschließt auf geschäftlicher Ebene, damit du hier eben keinem Scharlatan auf den Leim gehst.
Ich habe aber auch den Eindruck, dass du genau deswegen gewisse Entscheidungen hier in den kommenden 3 Monaten ganz genau prüfst, ja. Du prüfst hier zum Beispiel irgendwelche gerichtlichen Sachen, irgendwelche Dinge, die mit einer irgendwas mit der Öffentlichkeit was zu tun hat. Das kann hier auch um Kunden gehen, ja, dass du da gewisse Herausforderungen hast und da am Prüfen bist, ob der Durchführbarkeit. Ich habe hier die Hand im Haus des Turmes liegen. Das heißt, es geht um 3 bis 5 Dinge mit einer Firma, einer Behörde und oder einer Selbstständigkeit. Wenn ich Selbstständigkeit sage, meine ich auch immer das Thema Unabhängigkeit, denn natürlich ist nicht jeder selbstständig, ja, obgleich ich das Thema Arbeit wieder dabei habe. Also natürlich kann es auch sein, dass du hier eine Selbstständigkeit überprüfst und das Gleiche könnte dann auch in veränderter Form Thema bei 2 weiteren Frauen sein, beziehungsweise bei bis zu 4 weiteren Frauen. Also es können tatsächlich mehrere solche Situationen in diesen 3 Monaten da sein, die alle so ein bisschen ähnlich gelagert sind. Deswegen macht es immer Sinn, diese längeren Legungen zwischendrin auch nochmal anzuschauen. Also 3 bis 5 Themen mit einer Firma, mit einer Behörde, wo eine gewisse Harmonie in der Öffentlichkeit zu einer Herausforderung ist und da gewisse Entscheidungen geprüft werden. Ich habe hier eine Reise liegen, die überraschend kommt und eine Verbesserung bringen soll, ja. Was ich hier auch habe, ist also dass so ein bisschen die innere Ruhe gerade fehlt bei dir. Das sehe ich schon hier und hier ebenfalls. Also es ist eine richtig unruhige Zeit. Viele Gespräche laufen hier. Viele Diskussionen, wichtige Diskussionen, ganz, ganz wichtig, mit einer Frau oder über Komplikationen und Umwege bei der Unterstützung, ja, entweder in einer Arbeit oder woran du arbeitest. Ganz interessant ist, dass ich auch hier mit den Engelsflügeln wieder eine Verdoppelung habe. Also es geht um 2 Themen, an denen du tatsächlich arbeitest im Herbst. Das kann jetzt mit einer Arbeit, mit einer Arbeitsstelle, mit einer Selbstständigkeit, mit einer Unabhängigkeit zu tun haben. Es gibt ja viele Dinge, an denen man arbeiten kann. Ja, es kann auch sein, dass hier jemand sehr wertvoll ist, ein Freund, ein Arbeitskollege, die Hilfe und Unterstützung in einer Arbeit oder bei einer Arbeit, die du nebenbei machst. Das kann auch gut möglich sein, dass es hier um einen Nebenjob geht. Dieser Nebenjob, habe ich den Eindruck, hat dann die Qualität etwas zu bereinigen, etwas zu verändern, was sich für dich nicht richtig anfühlt. Es kann hier tatsächlich auch darum gehen, dass du vielleicht eine Arbeitsstelle am Loslassen bist. Und da kommt plötzlich ein Wissen rein. Wissen, was dir hilft, jetzt den entscheidenden Schritt zu tun. Dieses Wissen, was hier reinkommt, habe ich aber den Eindruck, das wird erst gegen Ende kommen.
Wir haben hier den, im Winter endet hier was. Im Winter, der Winter ist meistens vom, also der kalendarische Winter ist vom 21. Dezember bis zum 21., 22. März, so ungefähr um den Dreh. Und da soll was enden in der Öffentlichkeit. Und wo ein Ende ist, ist ja auch meistens ein Anfang. Dann habe ich hier das Thema einer Einladung liegen, einer geschäftlichen Einladung, Verhandlungen, die hier stattfinden. Und das kann auch eine Überraschung sein, mit der hier ein Freund um die Ecke kommt oder eine Freundin. Auch hier ist das Geschlecht austauschbar, es können beide sein. Und da kommt eine plötzliche Veränderung rein. Ich habe den Eindruck, dass sich hier gewisse Komplikationen und Umwege verändern. Ich sage jetzt einfach mal simpel verändern. Durch Gespräche, durch Kommunikation mit einer Frau, mit einer Arbeitskollegin, mit jemandem im Haus. Das kann eine Mutter sein, das kann auch eine schwierige Frau sein aus der Familie. Ganz interessant. Ich habe hier Klarheit und den Erfolg mit einem Haus. Also viel Positives habe ich hier, was im Inneren auch gerade stattfindet. Fast wie so ein Reinigungsprozess kommt mir hier gerade rein. Auch interessant. Und interessanterweise haben wir auch wieder zwei daneben liegen. Also zwei Häuser, zwei wertvolle Gespräche über Häuser, über Komplikationen mit Veränderungen, über Komplikationen bei einem Umzug, über Komplikationen, die hier vielleicht einfach generell einen Wandel betreffen, einen Neuanfang. Was ich auch hier habe, mein lieber Schütze, sind 3 bis 5 positive Veränderungen durch Gespräche. Das finde ich richtig toll, denn also Gespräche führen dazu, dass sich etwas verändert. Und mein lieber Schütze, ich habe hier irgendwie den Eindruck, dass das ganz viele Personen betrifft. Nicht nur in deinem privaten Umfeld, sondern eben mir kommt dieser Part gerade so sehr ins Blickfeld, irgendwie auch in der Öffentlichkeit. Es hat hier mit der Öffentlichkeit zu tun, mit irgendetwas in der Öffentlichkeit, was gesprochen, besprochen, bearbeitet wird. Und ich sehe, der Baum liegt ja im Haus des Bären. Ich habe das die ganze Zeit das Gefühl, dass es hier vielleicht um einen Therapeuten geht oder einen Arzt. Vielleicht kommunizierst du hier wegen deiner Mutter, wegen einer Tante mit einem Arzt, einem Therapeuten, irgendeiner Fachperson im medizinischen Bereich. Da gibt es Diskussionen, ja, über die richtigen Entscheidungen, die hier für etwas Neues noch unklar sind. Und das ist ein Thema, was dich immer wieder begleitet in diesen kommenden 3 Monaten. Hier unten liegt eine große Firma und da gibt es Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen über langfristige Verträge, Entscheidungen über langfristige Beziehungen, Partnerschaften, Verbindungen.
Der ein oder andere kann hier, ich habe so den Eindruck, dass es hier bei dem ein oder anderen um ein Altenheim geht, um irgendeine Klärung mit einer Wohnsituation, mal ganz groß ausgedrückt. Auf jeden Fall liegt hier diese große Firma, die hier den Erfolg bringen soll, braucht aber noch etwas Zeit. Ja, da kommt auf jeden Fall eine Verbesserung rein, die braucht aber noch. Mit dem Sarg ist es noch nicht so weit. Es geht nicht so schnell, wie vielleicht gewünscht. Interessant finde ich auch, dass es hier um zwei Pläne geht, um zwei wertvolle Dinge, die auf die Welt kommen wollen, und das wird besprochen. Eine wertvolle Arbeit, zwei wertvolle Tätigkeiten, sage ich jetzt einfach mal, die mit Hilfe und Unterstützung von einer bzw. zwei Frauen bewerkstelligt werden kann. Die Hilfe und Unterstützung ist weiter weg. Ja. Die Hilfe und Unterstützung kann mit dem Thema Ausland zu tun haben. Vielleicht ist hier auch eine Frau im Ausland oder ein Freund im Ausland wichtig. Und hier darf man auch vertrauen, ja. Irgendwas im Ausland kann auch wertvoll sein. Ein Hobby kann wertvoll sein. Und diese Unklarheiten hier, die klären sich, ja. Irgendwas, was schon ganz lange war, auch mit dem Thema Wertigkeit. Vielleicht geht es hier auch um das Thema Selbstwert. Es kann jetzt sein, dass es hier um Anerkennung und Wertschätzung geht. Ich habe aber den Eindruck, dass es hier um eine Wertigkeit auf Seelenebene geht, die hier Thema ist. Bei Beziehungen, und das soll sich irgendetwas in die richtige Richtung bewegen, habe ich den Eindruck. Und das wird auch so kommen, und zwar ganz plötzlich. Da kommen Nachrichten rein, Informationen, Angebote und Chancen, die hier ganz plötzlich Thema werden. Der ein oder andere kann hier auch noch ganz plötzlich in die Werkstatt müssen. Also total überrascht, und da kann es dann auch so ein bisschen einen Zwiespalt geben mit einer Rechnung, eine Diskussion mit einer Rechnung. Der Bär hier, ne? Das ist ein altes Haus. Ein altes Haus, da klärt sich was, oder es klärt sich hier etwas mit einem Ahnenthema, das kann auch sein, irgendetwas, was schon ganz lange uralt ist und jetzt geklärt wird, damit eine Verbesserung reinkommt. Also irgendwie habe ich den Eindruck, es soll auch auf zwischenmenschlicher Ebene eine Verbesserung reinkommen durch Kommunikation. Das ist ganz wichtig, mein lieber Schütze. Und das Thema Reisen habe ich hier. Da kommt überraschend eine Einladung. Drei bis fünf liegen hier dran. Nachdem der Sarg hier liegt, habe ich den Eindruck, dass drei bis fünf Möglichkeiten da sind. Geschäftliche Reisen wahrscheinlich. Aber von diesen vielen werden sich dann wahrscheinlich im Herbst
nur zwei durchführen lassen, ne? Und die anderen werden sich vermutlich verschieben in den Winter rein. Da ist noch irgendwas zu klären, deswegen verschieben die sich. Aber von diesen drei bis fünf, wie gesagt, ich habe so den Eindruck, dass zwei stattfinden. Zwei reisen im Winter und zwei vielleicht jetzt schon im Herbst noch, ne? Die ganz überraschend reinkommen, auch für einen Freund oder mit einem Freund. Und die für dich Anlass zur Freude geben, auf jeden Fall, ja? Und das ist auch wichtig. Ne? Etwas in Kürze sagt es, ist wichtig hier. Die Komplikationen und Umwege sind auch wichtig. Oder eine Frau, beziehungsweise auch hier habe ich wieder die Zahl 2. Zwei Frauen sind wichtig. Auch die sind weiter weg. Wenn ich immer sage, weiter weg, heißt es, dass hier eine Entfernung eine Rolle spielen kann von, keine Ahnung, 5 Kilometer bis 3000 Kilometer. Also da guck mal, was es bei dir ist. Da bin ich echt gespannt, was das ist. Also hier geht es um Verhandlungen, auf jeden Fall mit einem Herzensprojekt. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass es da auch Geduld braucht. Und diese Geduld ist wieder so ein bisschen das Thema. Ich habe auch den Eindruck, dass es darum geht, gewisse Potenziale von Freunden, von Unterstützern zu verbinden. Festzuhalten, festzumachen, das ist wertvoll. Irgend das Thema Support oder auch jemand, der sehr treu ist, da etwas zu verbinden, etwas festzumachen. Natürlich kann es ja auch um die Hilfe und Unterstützung für oder von einer Mutter gehen, die in irgendeiner Art und Weise Hilfe braucht. Das kann natürlich auch sein. Die Blumen ist immer was sehr, sehr Schönes, ja. Und ich habe den Eindruck, wenn hier etwas an Einladungen sich noch verschiebt mit dem Kreuz, habe ich den Eindruck und vor allem dem Fuchs hier, ne, dass es dann noch nicht, es geht ja auch wieder so. Der rote Faden ist auch wieder so ein bisschen dieser richtige Zeitpunkt. Ja, und das ist manchmal etwas, lieber Schütze, was einfach anstrengend ist. Dieses Thema Geduld, ja, bis etwas da ist, wo es hin soll. Okay, wir schauen uns jetzt die Erweiterung an. Und zwar will ich wissen, wer diese Person ist und was die Kommunikation auf Seelenebene zwischen euch ist, um was es da geht. Bin ich hier richtig gespannt. Ich freue mich, wenn du mir in die Erweiterung folgst. Wenn nicht, ich wünsche dir eine fantastische Herbstzeit. Lass es dir gut gehen. Bis bald. Tschüss.